So, Olli, willkommen bei Talking Pest Management auf Deutsch. Grüß dich, Daniel. Ja, wie viele da draußen wissen, wir arbeiten ja eigentlich tagtäglich zusammen. Biotech Lute und Futura sind ja Schwesterfirmen, aber heute interviewe ich dich mal, als wäre ich Externer, damit die Leute da draußen mal erfahren, wie Biotech Lute als Dienstleister in Deutschland mit der Covid-19-Krise umgeht. Erzähl erst mal ganz grob, wie geht's allen im Team? Wie kommt ihr so damit klar? Sind alle gesund? Ja, danke. Es war natürlich erstmal wie für alle anderen Firmen für uns auch erstmal eine Herausforderung. Wir haben zum Glück ja sehr früh viel diskutiert, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben dadurch, dass wir auch Kontakte nach China haben, sehr früh natürlich gesehen, wie sich das in China entwickelt. Da haben wir dann so ein bisschen unsere Schlüsse rausgezogen. Und als das Virus dann halt nach Europa kam, da war dann relativ schnell für uns klar, okay, das ist jetzt nicht eine kleine Grippe, die mal durchs Land zieht, sondern das ist wirklich etwas, was uns länger voraussichtlich beschäftigen wird. Und wir haben dann sehr schnell dafür erstmal gesorgt, dass die Teams auseinander geteilt werden halt, dass die Techniker, unser Außendienst auch gar nicht mehr das Büroteam trifft. Sind sowieso so organisiert, dass alle Aufträge verschickt werden, jeder Techniker wird von uns verplant und die Materialien werden auch verschickt. Also es gibt keine große Notwendigkeit für uns, dass der Außendienst ins Büro kommen muss, beziehungsweise zum Lager. So hatten wir relativ schnell da entsprechende Sicherheit. Wir haben natürlich auch das Büroteam sehr stark runtergefahren. So ein paar Bereiche, da war es ist einfach schwierig, eine Buchhaltung direkt ins Homeoffice zu geben. Soweit sind wir da noch nicht so digital. Kommt wahrscheinlich noch die nächsten Jahre, aber das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber allen geht's gut. Wir haben keine Infektionen im gesamten Team. Auch die Familien sind soweit alle in Ordnung. Wir haben auch da was gemacht im Vorfeld. Wir haben also sehr früh dann den Mitarbeitern auch so Care-Pakete geschickt. Wir haben sie mit Vitaminen versorgt. Das war ja auch etwas, was einen effektiven oder nicht jetzt direkt davor schützt, aber zumindest ist das Immunsystem, wenn das Immunsystem gut ist, dann verkraftet man sowas auch länger, leichter, so eine Infektion. Das haben wir alles im Vorfeld gemacht und ja, jetzt läuft es eigentlich. Mittlerweile hat man sich an die neue Situation gewöhnt. Jetzt geht's eigentlich, ist es schon fast Routine. Ja, ihr habt ja auch Desinfektionsmittel und Masken verschickt. Da gab es, wenn man so ein Intranet bei Biotech, unglaublich viel positive Resonanz zu. Also echt cool. Fand ich richtig coole Aktion, vor allen Dingen, weil das so früh schon geschehen ist. Und ich finde, meines Erachtens haben viele die Krise ja so ein bisschen unterschätzt und gesagt, da wurde ja leider auch so von der Regierung teilweise misskommuniziert. Das ist nur eine Influenza 2.0 in einem halben Monat oder in einem Monat ist alles wieder vorbei. Ja, finde ich super. Auch Kompliment an deine technische Leitung und an dich, dass ihr da so früh einfach reagiert habt. Das ist echt cool. Erzähl doch mal, wie sieht das aus in der Kultur? Haben die Leute Angst? Können die weiterhin arbeiten? Wie kommen die zu Hause klar mit ihrem Laptop? Das ist ganz interessant. Wir haben schon einige Arbeitsplätze waren ja schon vorher bei uns auch immer im Homeoffice und sind nur irgendwie vielleicht mal einen Tag einer Woche oder so im Büro. Und für die war es jetzt überhaupt keine Umstellung natürlich. Die vermissen natürlich die Kundenkontakte, das ist klar. Viele Kunden möchten natürlich gar nicht besucht werden. Von Kundenberatern zum Beispiel, die jetzt wo es vorher so normal war. Aber wir haben dadurch, dass wir wir haben so ein Social Internet, das heißt, wir haben jeder Mitarbeiter, jeder auch im Außendienst hat die Möglichkeit, über sein Smartphone auf alle Informationen aus dem Team zurückzugreifen. Das heißt, jeder teilt seine Informationen da, ähnlich wie WhatsApp muss man sich das vorstellen, nur alles ein bisschen angepasst an unser Unternehmen. Und dadurch ist die Information sehr gut. Das heißt, alle sind gut informiert. Wir machen auch wöchentliche Videos mindestens einmal in der Woche ans Team raus, sodass alle immer informiert sind, wie die Situation ist, auch auf welchen. Wir erklären auch immer alles sehr gut, damit jeder auch weiß, warum wir gerade Dinge so entscheiden, wie wir sie entscheiden. Es ist sehr schnelllebig. Wir müssen halt immer gucken, wie sich das entwickelt, wie jeder andere auch. Also jede Woche gibt es neue Erkenntnisse, auch über das Virus.
Anfangs hat man natürlich sehr viel noch, Angst gehabt, weil es ist so komplett, es hat uns ja wie ein Schock getroffen eigentlich. Die meisten Länder, gesagt, man ist auch erst einfach noch davon ausgegangen, auch seitens der Bundesregierung natürlich, dass es nicht so schlimm ist. Und als man dann natürlich die Bilder aus Italien gesehen hat, da war, glaube ich, für jeden klar, damit ist nicht zu spaßen. Und die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen worden sind, auch wenn ein bisschen spät sind, finden wir persönlich gut. Einige Dinge hätten sicherlich ein bisschen früher passieren können. Auch das Thema Maskenpflicht hat jetzt ja sehr lange gedauert. Und wir wissen ja auch heute eigentlich, dass wenn man sich mit einer Maske schützt, dass das wohl voraussichtlich dem allerbesten Schutz bietet. Ja, jetzt habe ich, wenn man auf die Website Biotech Lude geht, sieht man direkt, irgendwie mal kurz nach unten scrollt, Desinfektion. Viele Betriebe setzen sich damit ja auseinander. Wenn ich so gerade bei meinen internationalen Partnern gucke, dann sehe ich in Amerika, in Australien, in Israel ist es ein Riesenthema. Da wurde schon immer sehr viel gesprüht, gesprayt, gefoggt, also genebelt. In Deutschland kulturell eher weniger. Natürlich früher in den 80er, 90ern war das gang und gäbe damals, allerdings nicht mit Desinfektionsmittel. Jetzt hat das so ein kleines Revival bekommen und bei euch auch. Ne? Also wie seid ihr da rangekommen von der Idee bis zur Umsetzung? Wir haben eigentlich sehr früh gesehen, was in anderen Ländern passiert. Also wir haben die Meldung aus China zum Beispiel beobachtet und man sah halt immer wieder Menschen mit Nebelgeräten durch die Gebäude ziehen, auch teilweise durch die Straßen ziehen. Und na klar hat das natürlich unsere Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben ja selber solche Geräte noch früher im Einsatz gehabt. Letzten Jahre, wir sind also keine Freunde von Vernebelung, deswegen ist das immer eigentlich gar nicht mehr unser Thema gewesen. Wir haben uns dann aber sehr früh darum gekümmert, dass wir auch neues Equipment bekommen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, warum es eigentlich Sinn macht, solche Flächendesinfektionen zu machen mit Nebelmaschinen, dann erschließt sich das relativ schnell, weil natürlich das Virus sich überall verteilen kann im Raum, auf allen Oberflächen bleibt. Und auch da mindestens einen Tag noch aktiv ist. Wie wir wissen, je nachdem, kommt natürlich immer auf die Temperaturen und die Oberflächen an. Aber man kann halt mit dem Verfahren relativ große Flächen in kürzester Zeit behandeln. Weil man ja auch, man muss ja schließlich auch alle Flächen halt schützen. Ne? Ja. Sorry, war kurz weg. Kam ein Anruf rein? Ja. Ja, nochmal neu. Bitte? Nochmal neu. Nee, wir können das drin lassen, alles gut. super. Dann habt ihr das als Verfahren, also das gibt es ja als Spray, habt ihr es ja an die Mitarbeiter rausgeschickt, aber ihr habt es auch vor allen Dingen als in Kanisterform und vernebelt das an eure Kunden, an Bestandskunden wie Neukunden. Wie war da so die Erfahrung von auch den Mitarbeitern im Außendienst, also Technik und Qualitätskontrolle, als sie die ersten Aktionen so durchgeführt haben? Das fing erstmal sehr früh an, dass wir uns natürlich erstmal damit beschäftigen mussten, was für ein Produkt nehmen wir denn jetzt. Wir wollten auf gar keinen Fall irgendein Produkt auf Alkoholbasis nehmen. Natürlich, was natürlich ein großes Problem ist, gerade wenn man es ausnebelt, dann hat man da ein exklusives Gemisch. Das heißt, auch da wollten wir natürlich von vornherein, wir wären nicht Biotech, wenn wir nicht gucken würden, was für Produkte wir da anwenden. Und natürlich gibt es auch sehr viele bedenkliche Desinfektionsmittel. Und wir haben zum Glück noch eins gefunden, einen Hersteller, der wirklich ein neuartiges Desinfektionsmittel auch herstellt. Das war uns erstmal sehr wichtig, dass wir da ein gutes Produkt haben. Und er hat uns auch überzeugt, dass es eben halt auch in der Vernebelung Sinn macht. Natürlich große Kontaktflächen, die Türklingen und so weiter, die werden nochmal abgewischt. Aber man hatte trotzdem einfach in Bereiche, wo man sonst normalerweise mit dem Lappen nicht hinkommt, kann man natürlich sehr gut das Verfahren einsetzen. Jetzt haben wir natürlich erstmal unsere Erfahrungen sammeln müssen. Wir haben zum Glück wir haben ein paar Kunden gefunden, die uns angesprochen haben und direkt konkret gesagt haben, habt ihr nicht so Möglichkeiten, das für uns zu desinfizieren? Wir haben uns dann rangetastet, was die perfekte Ausbringmenge ist, Abklatschproben gemacht. Und mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, wissen, wie es funktioniert, welche Maschine sich für welchen Bereich am besten eignet. Also wir haben unterschiedlichste Geräte dafür
Und ja, jetzt gibt es auch Videos für das gesamte Team, damit die also auch wissen, wie man das durchführt, worauf man achten muss. Und ja, mittlerweile läuft es sehr gut. Ja, was los? Ist es nicht, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, das größte Thema ist ja wahrscheinlich nicht nur, das größte Thema ist auch wahrscheinlich für deine Kunden auch die Sicherheit. Ne? Also Sicherheit, dass Mitarbeiter direkt wieder sich wohlfühlen und sagen, ich komme zur Arbeit. Und die Sicherheit, dass auch den Kunden wieder sagen, jetzt wo ab 800 Quadratmeter zum Beispiel auch Gewerbe eröffnet wurde, dass man sagt als Kunde, okay, ich fühle mich wohl, da wurde desinfiziert und ich gehe dahin, auch wenn wir wissen, dass es nicht nur Flächendesinfektion wichtig ist, weil das Virus sich darauf halten kann, sondern dass es sich ja eben auch in der Luft hält, teilweise durch die Aerosole. Aber ist es so, dass Sicherheit da das Wichtigste mitunter ist? Natürlich. Es gibt viele Branchen, die jetzt gerade komplett brach lagen aufgrund des Shutdowns und wir haben einfach sehr viel Bedarf natürlich, jetzt wieder das Vertrauen zurückzugewinnen. Man stellt sich jetzt einen Gastronomen vor, der seit Wochen geschlossen hat und jetzt irgendwann geht es vielleicht mal wieder so, dass man das eröffnen kann, natürlich unter irgendwelchen Auflagen. Aber die Frage ist, ob dann die Gäste so zurückkommen in der Menge wie vorher. Und ich denke, dass jeder Einzelne, der da betroffen ist, jetzt ein Zeichen setzen sollte, dass er das Thema richtig angeht. Und da helfen natürlich solche Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel mit einer Buslinie, da werden die Busse abends auf den Hof gestellt und dann macht es natürlich Sinn, dass man die einmal durchdesinfiziert, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Virus auf den Oberflächen halt noch einen Tag oder zwei Bestand hat, dann macht es natürlich Sinn, dass man die durchdesinfiziert. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass sich niemand, der in den Bus fährt mit anderen Gästen, sich dann natürlich noch infizieren kann. Aber da wir jetzt ja auch die Maskenpflicht bekommen, kann man da relativ gut eigentlich von ausgehen, dass das zumindest sehr stark minimiert ist, das Risiko. Ja, was ich auch spannend fand, ist, es gibt aktuell, und das gefällt mir persönlich extrem gut, echt so eine Art Zusammenhalt wieder. Also viele von unseren Partnern, also andere Schädlingsbekämpfer in Deutschland und rund um die Welt, mit denen wir in Kontakt sind, so in so einem kleinen Gremium sprechen wir da ja immer und tauschen uns aus. Die haben uns gefragt, was nutzt ihr? Wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir haben, ihr habt, glaube ich, auch sogar relativ viele Maschinen und ihr habt, glaube ich, auch was verliehen, ne? Also ein anderer Schädlingsbekämpfer. Vielleicht kannst du mal was zu dieser ganzen Solidarität in der Branche erzählen. Ja, wir haben Anfang gleich, wie gesagt, geguckt, was gibt es für Maschinen, haben uns auch wirklich Geräte organisiert, die jetzt nicht unbedingt für den Fall oder für Flächendesinfektion erstmal so gedacht waren und da haben geguckt, was gut funktioniert und haben natürlich auch mit vielen Kollegen gesprochen. Also das ist jetzt gerade ganz wichtig. Jeder will natürlich wissen, wie trifft es den anderen und dann hat man natürlich sehr häufig darüber gesprochen und viele Kollegen haben halt einfach keine Maschinen mehr, weil sie auch vor Jahren schon aus der Vernebelung ausgestiegen sind und die Desinfektion natürlich auch irgendwie ein Randgebiet ist von der Schädlingsbekämpfung, aber doch eigentlich durch die wenigsten Betriebe im großen Stil ausgeführt worden ist die letzten Jahre. Von daher mussten viele jetzt erstmal sich wieder da ein bisschen einarbeiten in das Thema und das haben wir auch gemeinsam, da haben wir unsere Erfahrungen ausgetauscht und haben auch schon Maschinen Kollegen zur Verfügung gestellt, solange wir noch nicht den Ansturm haben. Wir haben es bei einigen Kunden, die haben das in Anspruch genommen und haben das mal für sich getestet. Es gibt einige, die warten auf die Infektion, sagen halt, okay, wenn ich jetzt irgendwo eine Infektion habe, dann kommt bitte sehr schnell vorbei. Es macht halt überall da Sinn, wo man zum Beispiel, wenn man in Schicht arbeitet, sodass die, macht ja Sinn, viele haben sich ja so aufgeteilt, dass die Schichten sich halt nicht mehr treffen und dann macht es natürlich Sinn, dass man zwischen den Schichten so eine Desinfektion durchführt. Die muss dann aber schnell gehen und darf halt nicht zu langen Sperrzeiten führen. Und das kann man mit der Technik ganz gut machen. Einmal mit der Flächendesinfektion über Nebelgeräte. Das Produkt ist auch dafür sehr gut geeignet. Ja, dadurch, dass kein Ethanol drin ist und so mit der Entzündlichkeit. Ja. Das ist ja, genau. Finde ich extrem cool, dass ich das herausgefunden habe.
Dann erzähl doch mal, ihr arbeitet ja hauptsächlich in der Großindustrie. Lebensmittel produzierendes Gewerbe, Industrie ist ja schon so das Hauptklientel eigentlich von Biotech immer gewesen. Oder Pharmaindustrie oder große Logistik. Wie sieht das mit euren Kunden aus? Ich weiß, ihr habt ja auch Supermärkte oder vielleicht auch mal kleinere Kunden. Schädlingsbekämpfung ist ja in Deutschland als systemrelevant eingestuft worden. Zum Glück, in England hat das ja noch irgendwie 3-4 Wochen auf sich warten lassen. Die konnten gar nicht arbeiten. Wie arbeitet ihr mit den Kunden zusammen? Also fragen die euch überhaupt, gibt es irgendwelche Unterschiede? Könnt ihr ganz normal weiterarbeiten? Ja. Oder gibt es da manche Kunden, die sagen, auf gar keinen Fall, bleibt, wo ihr seid? Ja, da haben wir das Glück als Branche, dass wir wirklich eine relevante Dienstleistung durchführen. Und ja, es ist sogar andersrum gewesen. Wir haben natürlich als Branche auch versucht, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass wir weiterhin relevant sind und dass auch unser Service uns jetzt wirklich wichtig ist. Es hat sich aber relativ schnell abgezeichnet, dass unsere Kunden uns selber dazu in die Pflicht genommen haben, dass wir sie weiterhin bedienen. Also das war eigentlich ein umgekehrter Effekt. Wir haben ja eigentlich kaum irgendwie eine Veränderung bisher spüren können. Es gab ein paar Kunden, die natürlich jetzt schließen mussten. Aber auch da ist natürlich notwendig, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Restaurant schließe, da nehme ich ja nicht alles an Lebensmitteln raus. Also auch da sollte man sich weiter die Schädlingsbekämpfung im Auge behalten. Das ist also auch ganz wichtig. Gerade dann sind ja auch Schädlinge viel aktiver. Wenn der Mensch nicht da den ganzen Tag rumläuft und das Tier verscheucht, dann hat man natürlich dann noch eigentlich einen höheren Bedarf an der Stelle. Von daher, nein, zum Glück ist es so geblieben, dass wir unsere Kunden alle betreuen können. Und wir haben da an der Stelle eigentlich eher noch eine höhere Aufmerksamkeit für das Thema verzeichnen können. Was ich gut finde, ist, dass ihr da super solidarisch und informativ auch im Marketing rangeht, egal wo man es liest, zum Beispiel auf LinkedIn oder sowas, die Unternehmenssprache mal sehr auf Solidarität und Informationen teilen ausgerichtet. Das finde ich super, weil ich habe in manchen anderen Ländern wird es schon sehr, ja, das Geschäft mit der Angst sehr ausgekostet und das finde ich manchmal echt ein bisschen prekär, aber von daher, das ist mal eine Gratwanderung, glaube ich, und das durch diese Offenheit und das Teilen von Informationen ist es, glaube ich, die richtige Strategie. Jetzt nochmal eine andere Frage, was du gerade sagtest, finde ich auch ziemlich spannend. Schädlingsbekämpfer, die jetzt zum Beispiel viele Supermärkte haben, Supermärkte sind nicht geschlossen, aber schlechtes Beispiel, aber Restaurants, wenn da vielleicht sogar ein paar Mäuse leben, wir wissen ja, ne, die Zyklika, wie schnell die sich vermehren können, das wissen wir alle gut genug. In den letzten Jahren ist ja häufig der Trend dahingegangen, dass man die Rodentizide vermindert hat und gesagt hat, okay, vielleicht nutze ich einen Non-Tox-Köder oder nur eine Sichtkontrolle. Also es hat sich ja schon ein bisschen was an unserem Geschäftsmodell verändert, zumindest teilweise. Ihr macht sehr viel ja auch mit digitalen Schlagfallen oder sowas. Hat es euch, ich könnte mir vorstellen, ein Kunde freut sich, wenn da jetzt irgendwie eine digitale Falle steht, die noch zuschlagen kann, also eine Info kriegt. Oder sagt er jetzt, oh, jetzt kann ich sowieso nichts mit anfangen, ich bin ja eh nicht da, freuen die sich oder wie ist das so? Ja, also die digitalen Fallen, die haben wir in erster Linie in der Lebensmittelindustrie stellen. Da ist auch unverändert eigentlich die Produktion weitergegangen. Die haben ja eigentlich eher die Produktion zum Teil richtig hochgefahren. Während es bei Kunden, die jetzt geschlossen haben, natürlich waren die froh, dass da weiterhin erstmal auch ja, Monitore stehen, die auch melden, wenn niemand vor Ort ist. Da gab es natürlich anfangs erst Verunsicherungen. Gab schon ein paar Kunden, die erstmal gesagt haben, ja, wartet erstmal ein bisschen, wollen mal gucken, wie sich die Situation verändert in den nächsten Tagen. Ja, mittlerweile ist jedem klar, die Situation verändert sich nicht in ein paar Tagen, auch nicht in ein paar Wochen, auch wahrscheinlich nicht in ein paar Monaten. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir jetzt anders gehen. Und da sind natürlich gerade digitale Lösungen in der jetzigen Zeit immer mehr gefragt als vorher. Man sieht es ja mit den ganzen digitalen Techniken. Ja, wir unterhalten uns sonst auch gerade sehr digital und sonst normalerweise Büro an Büro. Aber man muss sich darauf einstellen und man sieht es ja überall gerade, dass die Unternehmen, die jetzt die Digitalisierung vorangetrieben haben, die letzten Jahre einfach jetzt gerade Profiteure sind von der Situation. Und das ist mit unseren digitalen Fallen jetzt auch nicht anders.
Ja. Also ich würde da super gerne, ich weiß, das Thema polarisiert auch und ich würde da super gerne für die deutschen Schädlingsbekämpfer, die das jetzt hoffentlich auch sehen, Grüße gehen raus, da dranbleiben, wie ihr A, mit der Desinfektion umgeht, weil viele sich bestimmt fragen, mache ich das noch oder vielleicht doch nicht, machen das schon zu viele, gibt es überhaupt Nachfrage? Mhm. Ich denke, da können wir auf jeden Fall so ein bisschen als Info-Hub agieren und den Leuten ein bisschen so das Wissen mitgeben, was die Erfahrung, die ihr auch so macht, und das Gleiche bei digital, klar, kurzfristig scheint es irgendwie sinnvoll zu sein. Alle digitalen Lösungen, die wir jetzt gerade nutzen von zu Hause, erleichtern uns gerade unser Leben, weil Menschen nicht mehr so in großen Massen zusammenkommen sollen. Damit ist zu rechnen, dass es, wie du sagtest, auch sich in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren, nobody knows, vielleicht nicht unbedingt stark verändert. Und eventuell ist es da wirklich klug, dass repetitive Aufgaben in der Schädlingsbekämpfung, wie zum Beispiel das Öffnen von Boxen, zumindest bei Kunden, wo jetzt nicht ein Riesenbefall ist, oder vielleicht auch bei Kunden, wo mittlerer bis schwerer Befall ist, Sinn machen, vielleicht mehr als früher. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und schön, dass du das so teilst, weil ich glaube, das ist für viele, viele spannend. Ja, auf jeden Fall. Es gibt halt auch nicht nur, man darf natürlich auch nicht nur auf die Produkte setzen, sondern natürlich gibt es da auch eine ganze Menge Dinge ringsrum. Wie man halt auch organisiert ist als Betrieb, ist natürlich auch entscheidend. Ja, wenn die Mitarbeiter alle morgens ins Büro reinkommen müssen und sich dann einen Auftrag abholen, dann ist das natürlich in der jetzigen Zeit gerade eine große Herausforderung. Wir haben das so schon seit Jahren so organisiert, dass das Ganze per KI-unterstützter Planungssoftware funktioniert und wir da immer auf dem Laufenden sind, auch ganz schnell einschreiten können, wenn irgendwelche Dinge, die außerhalb der Norm sind oder jeder meldet sich krank oder sowas, das wird bei uns dann sehr schnell wieder aufgefangen und hat halt eben nicht den Vorteil, dass wir eben nicht immer uns treffen müssen, und von daher sind das sicherlich auch Lösungen, sich jeder Schädlingsbekämpfer in Zukunft mit auseinandersetzen sollte. Das finde ich übrigens mal spannend, da können wir noch drauf eingehen, dass eine künstliche Intelligenz einen technischen Mitarbeiter plant. Wie haben die das aufgenommen? Weil früher haben, weiß ich ja, viele sich selbst geplant oder wurden geplant von den Disponenten. Ich glaube, das ist so der normale Habitus in unserer Branche. Wie haben die das wahrgenommen alle? Also die meisten haben das sehr begrüßt, weil sie einfach die Zeit jetzt sparen. Sie müssen sich selber nicht mehr die Gedanken darüber machen, wie plane ich das jetzt ein, wo fahre ich jetzt morgen hin, wie fahre ich den nächsten Kunden. Das ist alles mittlerweile, die Verantwortung konnten sie an der Stelle abgeben. Und da waren auch sehr viele einfach froh drüber. Weil sie sind jetzt letzten Endes, sind sie als Schädlingsbekämpfer angestellt und nicht als Disponenten. Und von daher ist das bei vielen sehr gut aufgenommen worden. Aber klar ist das natürlich so, dass man sich im Laufe der Zeit so seine Touren selber so plant und manchmal aus der Komfortzone so ein bisschen rauskommen muss. Das ist ganz normal, aber das ist zu Corona-Zeiten ja sowieso ein großes Thema. Komfortzonen gibt es quasi nicht mehr. Ne? Ja, vielleicht noch last but not least, also ich fand es schon mal super aufschlussreich. Ich glaube, da werden sich viele über die Infos freuen, weil die Fragen beschäftigen sich, glaube ich, gerade viele mit. Was mich noch interessieren würde, ihr habt ja, ihr seid ja vom Organigramm so organisiert, dass es viele Teamleiter gibt oder verschiedene Projektteams auch, die sich um verschiedene Kunden kümmern. Und die machen unter anderem ganz viele, erstmal hast du gesagt, das schickt ihr auch ins Intranet, Videobotschaften und Updates fürs gesamte Team. Das passiert wöchentlich. Das, wenn ihr zum Beispiel Videocalls miteinander macht. Also ihr telefoniert ja mit 20 Leuten in einem Videocall, wo man die ganzen Fenster sieht von jedem Einzelnen. Genau. Wie ist das so aufgefasst worden und wie man... Also erstmal Kultur und zweitens, wie ist das von der Effizienz? Würdest du sagen als Unternehmensleitung, die Zahlen, das läuft überhaupt nicht mehr, es geht alles aus dem Ruder, oder denkst du, die Leute kommen damit klar? Das war natürlich sehr spannend, das zu beobachten. Aber wir haben da durchweg festgestellt, dass es sehr positive Effekte hat. Wir haben, als wir unsere ersten Zoom-Meetings gemacht haben, waren wir sehr überrascht, wie gut das abläuft, wie gut die Leute vorbereitet sind. Und wir haben innerhalb unserer Meeting, was normalerweise, wenn wir das vor Ort stattfinden lassen, viele Stunden dauert, manchmal innerhalb nach einem halben Stunde oder Stunden-Meeting einen ähnlichen Effekt erzeugt. Und alle waren informiert, darum geht es in erster Linie. Klar vermissen wir alle das, dass man sich mal wieder die Hand schüttelt oder mal sich umarmen kann. Da freuen wir uns alle drauf, wenn das wieder kommt.
Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, sowas zu nutzen, auch solche, dass man sich schon mal sieht, ist halt schon mal noch sehr viel näher dran, als nur am Telefon zu sprechen oder eine E-Mail rauszuschicken. Ja. Und das haben wir halt auch gemerkt, dass das einfach einen riesen Unterschied macht. Und ja, jetzt viele, jetzt sag mal, wir vom Büroteam her, wir waren es ja schon gewohnt, dass wir solche Zoom-Meetings haben, hat man ja mittlerweile viel mit Lieferanten, gerade im Marketingbereich, das ist natürlich gang und gäbe. Aber klar, für den einen oder anderen aus der Technik war das jetzt natürlich neu. Wir hatten zum Glück alle alle moderne, neue Technik. Das heißt, jeder hat bei uns wirklich ein nagelneues Smartphone erst bekommen. Ist auch alles soweit verschlüsselt da drauf. Das heißt, wir konnten also auch sehr schnell remote übrigens auch die ganze Software aufspielen. Das heißt, wir können das alles vom Büro aus steuern. Muss keiner sich irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, und deswegen hat das sehr gut geklappt. Wir hatten auch im Vorfeld nochmal so einen Leitfaden erarbeitet, wie das Ganze, wie man so ein Meeting macht. Und von daher ist es sehr gut aufgenommen worden. Und wir werden ja uns sicherlich auch danach, auch selbst wenn wir wieder dürfen und können, uns sicherlich häufiger jetzt so austauschen. Ja. Ja, glaube ich auch. Also ich hätte es auch beobachtet bei uns, dass es ist unglaublich effizient stattfindet. Man hat am Anfang echt Ängste gehabt. Oh Gott, jetzt wird gar nicht mehr gearbeitet. Du weißt, wir haben uns darüber ausgetauscht. Es gibt ja zwei wichtige oder interessante Informationen, wie ich finde, waren, dass Henry Ford 1914 die 8-Stunden-Woche eingeführt hat. Und es ist mittlerweile, also so lange ist es her, wir haben 2020 über 100 Jahre. Und wir haben mittlerweile 2020 und diese digitalen Helferlein hier, die unser Leben ermöglichen. Und dann gibt es noch die andere Studie, die besagte, dass Arbeitnehmer im Durchschnitt knapp 3 Stunden pro Tag arbeiten, den Rest liest man Nachrichten, holt sich einen Kaffee mit Kollegen, was ja auch alles Schönes und dazugehört und was wir ja auch vermissen. Aber das fand ich schon ganz spannend und ich erlebe das auch so, dass ganz viele Leute auch diese Freiheit, weil wir sind zum Beispiel so, wir sagen ja auch nicht, du musst jetzt von 8 bis, keine Ahnung, 17 Uhr musst du da sitzen, sondern es geht ja um Aufgaben und wenn die Aufgaben erfüllt werden und effizient abgeliefert werden in einer guten Manier, dann ist es ja einfach übererfüllt oder erfüllt und das macht dann ja happy und ich glaube, viele sind zumindest recht happy, auch mal zu Hause zu sein und zu sagen, komm, ich genieße auch mal die Sonne für eine halbe Stunde oder koche mir das, was ich möchte. Und ja, das ist schon, sind schon spannende Zeiten, gerade kulturell, wie ökonomisch. Ja, absolut. Ich meine, wir beiden sitzen ja jetzt auch gerade in unserem Homeoffice und es ist eine andere Arbeitsweise, aber eine sehr effiziente, wie ich auch finde. Also man hat halt einfach nicht mehr so die Ablenkung, die man sonst so hat, wo man sich auch gerne mal mit beschäftigt. Und es ist ja auch gut, mal den Smalltalk dazwischendurch zu halten. Aber natürlich kommt man da schnell auf ein paar Stunden am Tag. Ja. Und auch was die Entscheidung anbelangt. So, wir haben also festgestellt, dass ja viel mehr Verantwortung übernommen wird, dass Entscheidungen getroffen werden, ohne dass man sich halt einmal abstimmt. Wir haben sehr gut versucht, unsere Ziele und unseren Weg jetzt durch die Krise, aber auch natürlich unser normales Tagesgeschäft zu kommunizieren, wie wir das angehen, unsere Strategie. Und deswegen wissen die Leute auch gut, wie sie entscheiden müssen, ohne dass sie immer wieder fragen müssen und sagen, wie soll ich das jetzt machen? Das entscheiden sie einfach richtig und selbstständig. Ja, ich glaube, der dezentrale Entscheidungsweg, den hast du ja so mitbegründet, dass man Leuten viel Verantwortung gibt und den Leuten wirklich mitgibt, nein, entscheide du das jetzt, kann ich wirklich auch nochmal so aus dem Unternehmen berichten, das eleviert wirklich sehr und das sorgt auch dafür, dass die Unternehmenskultur, glaube ich, so einzigartig ist bei euch. Also freut mich, dass das alles so gut läuft, aber das wusste ich ja vorher, also ganz spannende Experience mit dir hier als Externer so ein Interview zu führen, danke dir. Ja, vielen Dank. Wir handhaben das ja schon lange so und von daher, es macht Spaß, das immer weiter auszubauen, immer mehr Verantwortung auch zu geben und Leuten zu vertrauen. Das wird auch nicht enttäuscht. Ja. Schön. Cool, dann werden wir es demnächst nochmal fortführen. Danke dir, Olli. Ja, sehr gerne. Bis bald mal wieder. Ja, mach's gut, bald gesund.